Drei Teams, drei Rezepte und eine knallharte Jury. Hier geht es nicht um die Wurst, hier geht es um den besten Burger der Stadt. Schaffrat und Gourmetfleisch.de suchen den Burgermeister 2015. Die Finalisten: ein Team des Gymnasiums Korschenbruch, die Klasse 7a der Heinrich-Lersch-Gemeinschaftshauptschule und ein Team des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Die Kreationen: Feinschmecker-Burger, Fingerfood-Burger und Bio-Burger. Ich liebe Burger. Warum? Sie sind saftig, schmackhaft und die tun der Seele gut. Das ultimative Fleisch für einen Burger kennt Burkhard Schulte. Also ich empfehle entweder das Black Angus Rind oder das American Beef für einen super Hamburger. Wir machen vor allen Dingen hier mit, weil wir die Jugend dazu bringen wollen, sich vernünftig zu ernähren. Auch die anderen Jurymitglieder waren vom Engagement begeistert. Naja, das ist die Kreativität. Und das freut mich besonders, dass ich sehe nur junge Menschen hier, dass junge Menschen in Richtung Handwerk, Kreativität was machen. Also ich finde total klasse, dass junge Leute hier so ans Kochen rangeführt werden, das in Form eines kleinen Wettbewerbs. Ich glaube, das ist ganz gut, dass die Schülerinnen, die Jugendlichen einfach mal lernen, mit Lebensmitteln umzugehen. Ich bin eher derjenige, der zu Hause auch mal den Grill anwirft und mir das dann draufwerfe, obwohl ich mir dann wahrscheinlich auch schlechte Noten gebe, weil ich manchmal den Moment verpasse und dann ist er halt ein bisschen durchgeraten. Ja. Je trivialer die Ernährung ist, desto wichtiger ist es, dass die Produkte, die darin verwandt werden, wirklich optimal sind. Und dann ist für mich auch ein Burger sternemäßig. Zwei Stunden und die Kreationen mussten servierfertig sein. Dann hieß es: Jury, essen jetzt! Sehr frisch. Die Minze macht unheimlich viel aus. Das Pesto finde ich sehr gelungen. Beim Fleisch bin ich noch nie angekommen. Burgermeister 2015 sind Caroline und Maximilian Worgul vom Gymnasium in Korschenbruch mit dem Feinschmecker-Burger. Der Preis 1.500 Euro und 1.000 Bratwürste. Aber eigentlich waren alle Gewinner.